Hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand, eure Ex-Grundschullehrerin. Und da ich ja auch oft Coaching mache, werde ich ganz oft gefragt, Julia, sollen wir aufs Land ziehen? Wir wohnen in der Stadt und wir haben irgendwie das Gefühl, wir müssen aufs Land ziehen. Und deswegen ist dieses Video entstanden mit dem Thema, macht die Stadt Kinder krank? Und das Thema möchte ich jetzt mit dir heute mal unter einigen Gesichtspunkten anschauen, meine Meinung dazu sagen und gerne ab mit deiner Meinung in die Kommentare. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven. Hier einfach mal meine Perspektive dazu. Und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, verlinke ich euch hier oben mal den Kanal. Wir sind ja auch Reisefamilie und jetzt gerade auf Deutschlandbesuch. Wir haben jetzt gerade unser Wohnmobil repariert und auf jeden Fall bekommt ihr da mehr Reisecontent sozusagen als hier. Und auch mehr Wohnmobil-Content. Ja, macht die Stadt Kinder krank? Das ist eine gute Frage. Also, wir müssen ja mal sehen, wenn wir die Stadt sehen und vielleicht mehr ländliche Gegenden sehen und die vergleichen miteinander, dann ist es natürlich sehr auffällig, dass in der Stadt diese generelle Ruhe fehlt. Ja, wir haben in städtischen Settings, sage ich mal, meistens eine gewisse Betriebsamkeit. Also man darf hier natürlich noch mal zwischen Berlin, anderen richtigen Metropolen, Großstädten, kleineren Städten und Kleinstädten differenzieren. Aber sagen wir mal so von der Größe her vielleicht, ja, so ab 200.000 Einwohner vielleicht, ja. Und da haben wir schon wirklich so eine Betriebsamkeit, so eine Unruhe, ja, da arbeitet die Matrix am besten und am härtesten und alle sind schnell unterwegs. Jeder will von A nach B so schnell wie möglich, meistens auch ohne Rücksicht. Also es fehlt so dieses innere Gefühl der Ruhe. Das würde ich schon sagen. Und deswegen empfehle ich generell, wenn die Eltern sowieso schon zweifeln, ja, dann schaut doch da mal rein, weil dieses immer von Hektik umgeben zu sein, ist nicht gesund auf die Dauer, ja? Und wenn man das schon selber in irgendeiner Form merkt, dass einem das schadet, dann ist das auch eine Sache, die einem täglich Energie ziehen wird, wenn man in einer großen Stadt wohnt. Und dann darf man wirklich überlegen, gönne ich mir einfach ein bisschen mehr generelle Ruhe, ja? Also es gibt ja zum Beispiel auf der ganzen Welt auch Regionen, wo Menschen älter werden und wo sie nicht so alt werden. Und das Landleben ist schon eine ganze Ecke beschaulicher und auch naturverbundener als in der Stadt, ja. Dann haben wir natürlich heutzutage den Effekt, die Stadt ist einfach eine Strahlungsbombe, ja. Also wir haben überall Mehrfamilienhäuser, wo überall natürlich WLAN ist. Wir haben die großen Antennen. Wir haben fast in der Nähe von jedem Spielplatz so eine Antenne stehen auch. Zumindest so, wo, wenn ich in Erfurt manchmal rumgehe, dann denke ich mir, ja, da hätte man so unbedingt hinstellen müssen, genau. Also wir haben natürlich die Handyantennen, wir haben Elektrosmog, wir haben dann noch die die Mobilfunkstrahlung, wir haben natürlich auch WLAN-Strahlung, wir haben alle möglichen Sachen, ja. Das ist auf jeden Fall so, nur weil wir die Strahlung nicht sehen, ist sie natürlich trotzdem da. Der eine ist natürlich empfindlicher darauf als der andere, aber die Regenerationsprozesse unseres Körpers werden auf jeden Fall dadurch nicht gerade gefördert, ja. Drücke ich es jetzt mal ganz vorsichtig aus. Also das ist Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, die schlechtere Luft. Wir haben natürlich viel mehr Leute, die Autos fahren, die ein- und ausatmen, die auf engem Raum zusammen sind. Wir haben ja einfach auch wirklich so, ne, also schon alleine in der Straßenbahn, wenn jeder sein Aftershave auflegt und sein Parfum trägt, ja, dann ist es irgendwie schon so ein Duft, so eine Duftmischung, die natürlich auch begrenzt nur gesund ist für uns, ja, weil wir sind ja eigentlich nicht dafür gemacht, ständig in diesen Düften zu baden und auch nicht dafür gedacht, ständig in solchen Umgebungen zu wohnen, wo ganz viele Autos fahren, ja. Und dann ist natürlich Punkt Nummer 4, wir haben viele versiegelte Flächen, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass einfach auf dem Land haben wir noch mehr freies Land, ja. Natürlich müssen wir auch da wieder bedenken, dass es Felder gibt, wo auch Dinge gesprüht werden,
auch nicht so gesund. Aber auch in den städtischen Parks wird häufig gesprüht, ja. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen, das ist einfach so. Ja, warum sehen die so schön aus? Warum wächst da nicht überall das Wildkraut durch? Na klar, weil da auch gesprüht wird. Und das heißt, wir müssen da einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickeln, was will ich wirklich, was gefällt mir. Und natürlich auch, wenn ihr aufs Land zieht, schaut, dass ihr vielleicht nicht gerade neben so einem großen Feld wohnt, sondern vielleicht eher neben einem kleinen Waldstück, ja. Einfach, dass es nicht so zumindest in unmittelbarer Nähe ist. Also versiegelte Flächen merkt man auch im Sommer in den Städten, ist es einfach immer heißer, ja. Während auf dem Land man sich noch ein bisschen entspannen kann. Kommt natürlich auch definitionstechnisch immer drauf an, was man auf dem Land, was man damit meint. Ja, da gibt's ja auch Gewerbegebiete in der Nähe und so weiter und so fort. Also da muss man natürlich gucken. Also ich vergleiche jetzt einfach mal Wusel, Stadtleben mit Landidylle. Und da ist natürlich der Unterschied so, dass wir nicht so viele versiegelte Flächen haben und damit natürlich auch noch viel mehr Kontakt auch zur Erde haben und auch vielleicht öfter mal barfuß laufen, wenn wir auf dem Land wohnen, was in der Stadt kaum geht, weil dann tust du dir ja die Füße total. Also ja, stauchen, das ist einfach so nicht dafür gemacht. Aber so ein Waldboden oder so ein, sag ich mal, so ein Trampelpfad, Erdweg, da kann man schon mal gut barfuß laufen, auch gut im Barfußschuhen lange laufen. Man kann auch in den Barfußschuhen in der Stadt laufen. Aber es ist natürlich nicht der ideale Boden für lange Märsche. Und doch müssen die Kinder natürlich, die in der Stadt wohnen, auch immer lange Wege auf diesen betonierten Gehwegen und Straßen zurücklegen, um zur Schule zu kommen und zurück oder in die Kita. Gut, dann gibt's Fahrräder, dann gibt's Laufräder, das ist auch in Ordnung. Dann muss man halt nur schauen, ist es direkt an Hauptverkehrsstraßen. Also wir hatten auch mal eine Wohnung, die war direkt, also an der allergrößten Kreuzung in der Stadt. Und da haben wir dann auch gesagt, nein, wir wollen hier wegziehen, weil es einfach zu, ja, also das ist einfach, das kann einfach nicht gesund sein. Ja, und es gibt ja auch Studien, ja, die sagen, dass Kinder, die an stark befahrenen Straßen wohnen, höheres Krebsrisiko haben und. Ja, also ich will jetzt keinem Angst machen. Es gibt sicherlich auch Hunderttausende, Millionen Kinder, die an stark befahrenen Straßen leben und wo sowas nicht passiert. Aber ihr wisst ja, wir leben in einer Welt, in der wir schauen müssen, dass die Gesamtbilanz stimmt. Und wenn ihr eh schon ein Kind habt, was ein bisschen angeschlagen ist, was vielleicht Asthma hat, was vielleicht ja, oft erkältet ist, dann könnte das zum Beispiel ein Faktor sein. Wenn man den eliminiert, geht's dem Kind besser, ja. Also überall einfach mal hindenken. Und deswegen habe ich mir jetzt eben auch mal die Zeit genommen, diese Frage für alle mal zu beantworten, weil sie eben in den Coachings auch oft kommt, wo es eben auch darum geht, das Leben zu ändern, die Gewohnheiten zu verändern und so weiter. Ja, dann haben wir natürlich auch noch so das Problem, dass wir nicht direkt Austobemöglichkeiten vor der Tür haben. Ja, wir haben keine Natur vor der Tür. Das heißt, wir müssen immer erst ins Auto steigen. Wir müssen immer erst irgendwo hinfahren. Und wenn man müde ist von der Arbeit, von der Schule, von der Kita oder eben auch vom Kita-Freialltag, dann setzt man sich vielleicht nicht mehr so gerne unbedingt noch eine halbe Stunde ins Auto, um ein grünes Fleckchen zu erreichen. Ja, also das ist natürlich in der Stadt auch eingeschränkt. Demgegenüber haben wir natürlich in der Stadt auch tolle kulturelle Angebote. Ich sag mal, heutzutage vielleicht das eine wertvoller als das andere. Da will ich mich jetzt mal gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich muss sagen, im Moment fehlt mir das alles nicht so sehr. Ja, und man kann ja auch, wenn man auf dem Land wohnt, durchaus mal in die Stadt fahren und sich dort auch mal ein Theaterstück angucken oder durchaus auch mal da shoppen gehen. Ja, also man braucht es nicht unbedingt immer zu haben. Und diese dauernde Hektik, die auch mit diesen ganzen Geschäften und allem einhergeht, die braucht man auch nicht unbedingt immer. Dann haben wir natürlich, was ich schon jetzt mehrmals angesprochen habe, wenig unberührte Natur. Also wir haben nicht so diese Wildnis. Wir haben angelegte Parks, Grünflächen, vielleicht Sportplätze, wo ein bisschen Rasen ist. Aber wir haben halt nicht so diese unberührte Natur, wo die Kinder auch mal beobachten können, was macht denn die Natur? Wie verhält die sich denn? Wie wächst Gras, wenn ich es nicht schneide? Wie entsteht eine Hecke? So eine Naturhecke. Und alles solche Dinge. Und auch eben unberührte Natur. Ich meine, gut, jetzt werden sicher viele in die Kommentare schreiben wollen, das gibt's überhaupt nicht mehr auf der Erde, ja. Aber immer auf einer Skala meine ich das, ja. Also unberührtere Natur haben wir auf jeden Fall in den ländlichen Regionen mehr als in der Stadt. Und das ist natürlich etwas, was uns beruhigt, etwas, was uns erdet, etwas, was uns
das Nervensystem reguliert, ohne dass wir das bewusst überhaupt wahrnehmen. Wohingegen, und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, in der Stadt natürlich das genaue Gegenteil passiert. Ja, da sind lauter Werbeanzeigen und Konsumverhalten überall, ungesundes Essen. Und egal, wo wir hinsehen, wird unser Nervensystem angezapft, ja, und wird unser Nervensystem überstimuliert. Und das ist natürlich etwas, das muss ein Kind auch erstmal wegstecken. Natürlich hat das einen Gewöhnungseffekt. Klar, wir gewöhnen uns daran. Ich bin ja auch in der Stadt aufgewachsen und habe auch immer die Straßenbahn vorbeifahren hören und habe auch immer viele Autos gehört. Und ja, und ich versteht mich nicht falsch. Ich fand das Stadtleben auch schön und das hat auch seine tollen Seiten. Ne? Einfach in die Bahn einsteigen, dann ja irgendwo hinfahren und dann aussteigen und genau da sein, was man. Ja, sich was holen, was man möchte, wo man halt, wenn man ländlicher wohnt, erst ins Auto steigen muss. Und das hat alles seine Vorteile und seine Nachteile. Gesundheitlich gesehen würde ich sagen, für unser Nervensystem ist natürlich eine Wohnung oder ein Haus in Naturnähe sicherlich günstiger, ja. Natürlich ist es so, dass das Klima in der Familie wichtig ist. Und wenn eine Familie sagt, wir sind totale Stadtmenschen und wir lieben das hier und wir würden das nie im Leben tauschen für eine kleine Berghütte oder für eine kleine Waldhütte, dann ist es ja auch in Ordnung. Weil wenn ihr euch jetzt dazu zwingt, in die Stadt zu ziehen, obwohl ihr gar nicht der Stadt, aufs Land zu ziehen, obwohl ihr gar nicht der ländliche Typ seid und auch gar nicht das Interesse dran habt, irgendwelches Gemüse anzubauen oder ja, mit Leuten in engeren Kontakt zu kommen, Nachbarn und so weiter, obwohl das auch nicht immer notwendig ist. Aber dann müsst ihr euch da auch nicht zwingen, ja. Und wenn man traurig auf dem Land lebt, lebt man auch nicht gesünder, als wenn man froh in der Stadt lebt. Und da halt einfach immer so die Balance finden. Ich habe euch jetzt einfach nur mal meine Punkte gesagt, die mir so zu diesem Thema immer wichtig sind, die mir auch eingefallen sind und ich hoffe, ich konnte euch dazu ein bisschen motivieren, nochmal drüber nachzudenken, welche Umgebung passt gut zu mir, was will ich wirklich, wie will ich wirklich leben und ja, wenn ihr generell noch mehr Unterstützung braucht, meldet euch gerne, schreibt mir eine E-Mail, wir können ein Coaching vereinbaren oder ich habe auch den neuen Händchen in Handkurs, den verlinke ich mal hier oben, der ja, ist im Prinzip ein Kompaktpaket für alle Bereiche, spirituelle Entwicklung, Ernährung, Gesundheit, Kinder begleiten, ja, Beziehung statt Erziehung und Freilernen und Mindset, alles, was man halt braucht, um stark durch diese Zeit zu kommen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!